Welcome back to the action to Immersive Chief hier, Bieberfelde Mod 1.2. Und jetzt sind wir schon an den Ausschneiderarbeiten am VU. Ach, der liegt ja mitten auf der Baustelle. Ah, toll. Baustelle? Habe ich noch gar nicht betrachtet. Wo liegt er denn? Ah, da tatsächlich. Okay. Ja, aber ich denke mal, das ist wirklich machbar für dich. Kriegst du gut hin. Mal schauen, wie mein Trauma aussieht. Perfekt. Okay, jetzt ist der, der Abschleppdienst ist jetzt komplett in die Freiwillige Feuerwehr reingefahren. da ist noch ein Patient am Einsatzort. Sehe ich das so richtig oben? Wo wir vielleicht vergessen haben. Keine Ahnung, der Heli ist voll. Ja, ja, aber da liegt noch ein Patient irgendwo. Geh mal rein, schau mal nach. Ich habe alle Wohnungen durchgesucht, da war keiner drin. Dann ist da noch einer. Oder ist ein KTW? Nee. Da ist noch ein Patient. Die Frage ist wo? Martin, hilf, hier unten ist ein aggressiver Hund. Wo? Oh. Bei der Baustelle. Ist der zweite Patient auch schon rausgeschnitten, nee, gell? Nee, geht schlecht mit nur einer Schere. Achso, tatsächlich, da liegt doch einer. Lebt er noch? Nein. Ne, kann ich einen Notarzt reinschicken. Vierer drauf, wie immer halt, ne? Patient ist verstorben, ja, war klar. Reanimation. Ist da drin wirklich eine Reanimation? Hm. Wird gleich sehen. Das ist eine Puppe. Na super. Ah, der ist ja direkt eigentlich. Und dran war ich aber gleich. Lass mal nachschauen. Passt noch. Perfekt. Schauen nach, ob das ohne Notarzt geht. Nein, ohne geht nicht. Wo ist denn der Patient? Der ist. Müsste im Gebäude sein in dem Fall. In diesem Sinne. Der hat aber echt Glück, dass er direkt von der Rettungswache quasi in einem Haus wohnt. Ja, ob das Glück ist, hinterfrage ich jetzt mal. Ja, vielleicht hat er einen Haustürschlüssel stecken lassen, ne? Ich denke zwar an vieles, nur nicht an das. Wo soll denn dieser aggressive Hund sein? Du darfst gerne mal eine Axt holen. Ich schaue so lange schon mal, ob er wirklich da irgendwo drin liegt. Ja, tatsächlich. Ich sehe hier keinen aggressiven Hund. Du musst ihn nicht sehen, du musst ihn hören. Erweiter deinen Horizont. Ich hör's ja nicht, weil die Musik zu laut ist. Mach die Musik, mach die Musik aus. Ja, wie denn? In-game geht's nicht. Doch. Nein. Escape, Hauptmenü, Einstellungen. Da fliegst du nicht aus dem Spiel raus. Okay. CFX will nicht, holt mir die Axt. Hab ich doch gesagt? Sag mal, hörst du mir zu? Dir niemals. Ja, immerhin ehrlich. Verblöde ich ja nur. Ende 7, jawohl. Gutes Abdomen. Jetzt will der Patient los, finde ich gut. Notarztbegleitung, zack. Los geht's. Dann bitte mal ein bisschen zack, zack, dass es wieder frei wird. Und. Jetzt gerade zum nächsten Haus. Der liegt aber nicht im First Haus. First Responder.
Nee, ich habe gerade noch einen frei. Ach so, das meinst du. Das ist aber nett von dir. Willst du deinen Feuerwehrmann vielleicht noch mitnehmen? Nein? Okay. Das war knapp. Brauche ich dir mal Neve? Ich habe keinen Nähe frei. Verdammt. Nicht gut, dann muss ich einen von der oberen Wache holen. Dann mal Nähe dahin. Gut. Ich bin von der Einserwache. Und wer weiß, vielleicht ist er doch gleich frei. Ja, jetzt roll ich schon. Aber es wäre natürlich super, wenn er vielleicht wirklich gleich frei wäre. Nein, ist er nicht. Okay. Also ist der Notarzt nicht abkömmlich. Schade. Schauen, ob es auch so geht, ohne Notarzt. Ich hoffe es natürlich. Sehr gut. Kannst du Warum dich gehört wieder mir frei denn machen? dieser komische RTW? Welcher? In rechts unten ist, glaube ich, Wache 2, Wache 2, ja. Achso, der ist glaube ich eh nicht einsatzklar, oder? Nein. Nur 2020, glaube ich, oder irgendwo. Nein. Auch nicht. Nein. Yes. Dann ist endlich mal die Straße fertig gebaut und ich muss keine Umwege mehr fahren. Auch gut. Dann schneller an den Einsatzort. So, Patient wird im RTW behandelt und los geht's. Klinik. Der Notarzt ist auch endlich mal da. Den wollen wir auch nicht so weit laufen lassen. Was zum... Sind die ernsthaft ins Haus reingefahren? Oh. Ja. Oben beim Patient, bei dem Verstorbenen. Der Bestattungsdienst. Guck mal, was da gleich aus dem vorderen Haus rauskommt. Warte kurz. Da steht doch... Nein! Nein, nicht schon wieder. Oh, das sieht natürlich schon ein bisschen gefährlich aus. Ja. Das brennt. Bepo. Ach was, ich weiß, dass das brennt. Das kann sich sogar sehr schön ausweiten. Das macht keinen Spaß. Ich schicke mal Notarzt los, sofort. Gehe aber Richtung. Wo werde ich mich positionieren? Im Wald gibt. Soll ich die Ich Schranke gehe Richtung aufmachen? KFC. Ich glaube, bis ich dort bin, brauchst du die Schranke auch nicht mehr aufmachen. Das wird knapp, das wird sehr knapp. Na. Das Natürlich wird kann das. überaus knapp. Nein. Niemals. Über Glykämie wäre wieder was in deinem Einsatzgebiet, aber. Oh, das wird ein Wettrennen mit der Zeit. Oh. Jetzt musst du dich aber. Na. Zu spät war's. Passiert dann nichts. Es passiert halt echt nichts. Wow. Okay, kannst wieder abrücken. Oh, da passiert schon was. Wo? Was soll denn Da, da der passieren? Anhänger, der wäre jetzt fast kaputt gegangen. Ach so. Ja. Finde ich super, komme ich wieder mal nicht durch. Ich glaube, du musst doch die Schranke aufmachen.
muss die Schranke aufmachen, ich komm's doch nicht vorbei. Also irgendwie sind deine Feuerwehrfahrzeuge hier. Ja, mach mal die Schranke auf, sonst wird's nix. So, um. Brand nach technischem Defekt im Fahrzeug. Warte, mach mal bitte die Schranke da oben auf bei dem Wald. Ja, ich fahre in deiner Kolonne mit. Achso. Moment, Kolonne gilt es eigentlich erst, wenn es mehr als zwei Fahrzeuge sind und vielleicht sogar noch ein Fähnchen oben drauf ist. Es sind mehr als zwei Fahrzeuge. Waren es drei? Ich weiß nicht mehr. Wenn es jemand von den Zuschauern weiß, rein in die Kommentare. So, tschüss. In dem Fall fahre ich gleich mal weiter. Und jetzt fährt er wieder weg, alles klar. Ja klar, schau mal, wo dein Feuerwehrauto steht. Klar komme ich da nicht durch. Wow. Toll. Judachi? Er stellt sich mitten in den Weg. Ah. Du hast die nächste Anfahrt hast du komplett zugemacht im Wald. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt kommt nicht mal mein Rettungsdienst dadurch. Ich weiß von nix. Du bist dran schuld. Ich frag mich ja eher, was er da macht. Okay, ich brauche jetzt Kräfte von außerhalb. In dem Fall fahre ich außen rum. Was ist eigentlich mit dem Auto im Wald? Nebendran? Judachi, hast du das auch schon gesehen? Erst nicht, okay. Hallo, Judachi. Hallo? Er ist einfach weg. Ich glaube, er ist noch da. Das ist auf jeden Fall spannend allgemein. Der KTW, der kann gar nicht. Okay. Alles was in der Klinik ist, hat noch Zeit. 7.30 Uhr bis 23 Uhr, Alter, KFC. Nicht, dass der Notarzt abkömmlich ist, muss halt jemand anders ran. So, wo ist mein lieber Patient? Hinten beim Spielplatz, okay. Ein süßes Kindle liegt da auf dem Boden. So, da. Ja, ist runtergefallen beim Schaukeln. Ja, das kann natürlich sein. Und er braucht keinen Notarzt anscheinend. Das ist sehr gut. Notärzte brauche ich jetzt gerade. Alter. Ja, bin unterwegs. Ist in Arbeit. Noch welche vom Bauhof rein theoretisch.
dann abtransportiert werden. Muss abtransportiert werden. Da ist ganz viel Öl. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Das sind nur zwei Flecken. Vor allem, ich musste den Anhänger auch nochmal abschleppen. Wow. Beziehungsweise ich muss. Staatsbegleitung, okay. Dann mal rein da und los geht's. Gib ihm. Brauch schnell wieder freie Fahrzeuge, sonst wird's nix. Ich hol schon welche, die den Ölfleck wegmachen. Notarzt müsste rein theoretisch bald wieder verfügbar sein. Wird schon einer. Die Notärztin lasse ich am besten hier im Landkreis drin. Ich weiß ja nicht, was da sonst noch so passiert. Ich will der Notarzt einfach mal Taxi. Es sind da. Okay, sind nur zwei große Ölflecken. Aber Rettungsdienst ist ja kein Taxi. Was ich auch immer wieder sage zu den Leuten, die uns bestellen, aber. Und kippen wir mal ein bisschen Sand auf den Boden. Ja, immer rauf da. Ja. Bindemittel. Das ist kein Sand. Bindemittel ist gut. Achso, jetzt meldet er sich wieder. Oh, was macht denn der? Keine Ahnung, frag ihn. Nein, was macht mein Notarzt da? Siehst du, wo der da läuft? Ja. Bei DHL? Da will er wahrscheinlich hinrennen, nee. Der will zu Hellweg. Warum mal, kannst du einen RTW schicken? Bin ich schon dran. Sehr gut. So, das Kind wurde ja gut versorgt. Alter. Ja, perfekt. Mach du mal. Wie Alter. Geil sich das anhört. Da drin geht's ab. Frag mich gerade, in welchem Haus ist es. Du musst einfach nur draufdrücken. Natürlich. Natürlich brauche ich einen Notarzt. Du hast einen Notarzt? Ich schick dir einen. Na, meiner ist erst wieder Macht, oder? Kacke. Habe ich mir schon fast gedacht. Verstandene. Aber für dich mache ich das doch immer. Beim Schleim. Alter, die wissen nicht, was da gerade vor ihrer Tür anrückt, Alter. Ich würd's selber nicht sehen. Warum? Warum die Hundertschaft? Oh, untere Lage, Feuer, sehr gut. So. Willst du nicht vielleicht noch reinfahren in den Hof? Dass es nicht so offensichtlich wird? Na, brennt ein bisschen Hecke. Ja klar, jetzt. Gib ihm. immer rein, sehr gut. So, der Notarzt müsste jetzt auch da sein, sehr schön. Martin, dein geliebtes Schwimmbad brennt. Was? Oh nein, das kann nicht sein. Einsatz für Carsten Stahl.
Bis zur nächsten Folge von Immersive hier und Carsten Stahl. Bis gleich.